Junge, wo warst du überhaupt? Ich habe mir die Möhre geholt, habe ich dir erzählt. Ja, die Möhre. Bubani! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Freedom. Und beim letzten Mal haben wir probiert, den guten alten MC Expert mit dem Gehirnentmatscher wieder zu entmatschen, aber scheinbar hat das bei Tim nichts bewirkt. Ich meine, er ist auch ein Klon der zweiten Generation, aber dass nicht mal der Gehirnentmatscher irgendwas machen konnte, das ist ziemlich, ziemlich katastrophal. Mhm. Ich habe da vorne schon wieder Manu verdächtig nah am Chocobo-Gehege laufen. Ja, ich habe gerade Leute gepaart. Ach so, okay, das ist gut. Es ist ein Weißes rausgekommen. Alter, okay, das ist cool. Ein Goldenes wäre immer noch die Krönung. Ach, Tim, ey. Wir müssen auf jeden Fall in Zukunft nochmal mit Professor Ente reden, was wir bei euren Klonen machen können. Bei Manu kriegen wir scheinbar immer wieder hin mit dem Gehirnentmatscher. Aber was ist denn mit mir? Ich weiß nicht, wieso du ausgerechnet noch lebst. Ich bin hart im Nehmen. Die Frage ist auch, ist Smurf noch das Original? Junge, wo warst du überhaupt? Ich habe mir die Möhre geholt, habe ich dir erzählt. Ja, die Möhre. Bubani! Nicht jetzt dein Ernst, Alter. Jetzt mein Geheimnis. Oh Mann. Oh Mann, das war wieder so ein random Event von dieser einen Mod. Also die normalerweise. Wo passieren diese Events? Ich will also sehen. Ja, ne, das ist eh so geil. Alle 5 Minuten ein Event, aber nie sieht man was davon. Wir sind halt nicht zur Poop-Party eingeladen. Junge, was war das Ding? Ja, aber Edgar Junior und Edgar sind von der Poop-Party nicht so begeistert. Dabei wälzen sich doch Schweine eigentlich ganz gerne im Dreck. Oh Mann, oh Mann. So, warte mal. Alter. Unsere Aufgabe ist es jetzt. Oh, Poop-Party. Oh nein. Ach nein, nicht die Poop-Party. Leute, wir haben die Poop-Party verpasst. Oh Mann. So, warte mal. Ich muss mal jetzt hier. Man kann nämlich hier Archimedes-Mod. Wir brauchen eine Steam Engine Passenger Seats. Warte mal, Steam Engine? Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was wegtun. Oh Mann, ey, Poop Party. Das ist schon echt. Ja, da war Tim halt nie, ne? Deswegen geht's mir auch noch so gut, ey. Ja, scheinbar. Warte mal, hier ist so viel Krimskrams. Aber hier hat Gott sei Dank Manu ein bisschen aufgeräumt. Deshalb kann ich hier. Oh, ich hab ja noch ein Backpack, nice. So, warte mal, das Iron benötige ich. Chocobo-Feder nicht, Glowstone auch nicht. Ich muss vielleicht auch mal die Pets hier wegpacken. Oder auch den Warhammer. Wolle brauche ich, Strings auch. So, warte mal, was brauche ich für die Steam Engine? Ein Water Bucket und noch ordentlich Eisen. Haben wir denn noch Eisen? Eisen habe ich gerade 30 oder so verwendet. Verwendet? Ja. Wofür? Rüstung. Oh, crap. Aber wir haben noch 10. Okay, ich habe auch noch 2. Die bräuchte ich unbedingt, Manu. Bringst du die kurz? Ja, die sind alles in der Kiste. Ah, hier sind. Ich sehe hier auch noch 7. Das müsste sogar schon reichen. Hier ist auch noch ein ordentliches Schwert. Nice one. Nice, nice, nice. So, knack ich nochmal hier. Ich muss mir auch noch einen Water Bucket. Aber wir hatten noch irgendwo einen. Ich bin mir sicher. Ein Water Bucket? Ah, hier ist sogar einer. Zack, perfekt. Dann ein Furnace. Ja, gut. Das sollte ich noch hinbekommen. Warte. Zack. In der Zwischenzeit könnte, obwohl die kann man ja auch ganz schnell craften. Kann ich die mit einem so ein Ding? Ja, perfekt. 1 und 3 Stück brauchen wir. So. Wunderbarski. Dann brauchen wir irgendwie auch noch Measurement Gorgs und ein Ship Helmet. Und Air Balloons. So, dann packen wir die mal schön hier einmal außen rum. Packen das hier vorne hin. Golden Güsal. Nice. Wo ist denn der Furnace hin? Habe ich den nicht gecraftet? Hä? Manchmal frage ich mich, wo mir der Kopf steht. Wo das Gehirn steht. Ja, das ist wirklich so, ey. Mein Gehirn ist wie so ein Sieb. Oh-oh. Oh-oh. Stimmt, der Nächste? Nee, ich bin hoffentlich kein Klon. Ich weiß das ja über mich selber gar nicht. Es könnte ja auch sein, dass das wäre so eine richtig crazy Story, wenn Pete Dizzle auch irgendwie so ein Klon wäre. So, Ship's Helmet. Da brauche ich Arcadia Wood Planks. Okay, Wood.
Wood-Wood-Wood-Sticks haben wir. Aber auch ein paar Planks. Da, Sprouse-Wood-Planks. Kurz gucken. Ah, oh, ein schwarzer Chocobo ist groß geworden. Nice. Wunderbar. Aber ich glaube, die können. Ich glaube nicht, dass die direkt irgendwie sich paaren können. Ach, bestimmt. Na, einmal anfeuern, dann geht das. Immer anfeuern. So macht man das bei dir, oder was? Ja, bei dem einen kann ich aber nicht das Chocobo-Buch anwenden. Warum? Weil du es noch nicht gezähmt hast. Wie zähmt man das? Mit Güsal Green. Ah. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Dingern hier? Ach man, ich kann so viel von dir lernen. Ja, ich bin praktisch dein Obi-Wan Shinobi. So, haben wir Glas? Hat jemand mal Glas gesehen? Nope. Crap. Also ich habe keins gesehen. Warte mal, kann ich nicht hier, wenn ich doppelklick? Oh, das ist nice. Zack, das kann ich doch noch. Dann kann ich nämlich direkt die ganze Kiste durchsuchen nach Glas. Wir hatten mal eine ordentliche Ladung Glas bekommen. Hier ist ein bisschen Sand. Gut, dann muss ich jetzt hier mal ein bisschen was reintun. Hier hat jemand Charcoal gemacht. Oh, warte mal. Nee. Ah. Wo ist mein Sand? Damit hat er schon aufgebraucht. Dann kommen die da halt rein. Zack. Aber ich guck trotzdem noch mal irgendwo. Hier ist noch ein bisschen TNT. Ey, diese Kisten. TNT. That's my dynamite. Ist der Turm schon fertig, Smurf? Ist gut weitergekommen. Okay, das ist gut. Ich mache jetzt mal kurz die, während das hier schmilzt, muss ich hier nämlich so ein paar Air Balloons machen. Air Balloon, String. Ich bin wohl gespannt. Ich bin auch mal gespannt, ob das Ding überhaupt fliegt. Hat der Entemann dir eine Anleitung mitgegeben? Nee. Der erwartet auch immer, dass man alles kennt, ne? So, warte mal, jetzt 11 und 12. Zack. Dann muss ich jetzt noch die Measurement. Achso, dafür brauchte ich ja das Glas. Was ist das Fragezeichen? Achso, dann ist das hier direkt reingelegt. Okay, Gold und Redstone. Oh, ist das Gold? Haben wir das? Brauchen die das Wasser in dem Kessel? Da gibt's auch so ein Ding, das heilt die Chocobos, wenn man einen Kessel und irgendwie noch so ein paar andere Sachen dahin packt. Dann können die sich nämlich daran heilen. Das müsste auch im Chocopedia stehen, weil das habe ich auch definitiv in den Kommentaren gelesen. So, Redstone, stimmt. Redstone brauchte ich jetzt noch. Da. Ich habe auch mal den unterirdischen Gang gemacht, ne? Zum Turm. Oh, perfekt. Das ist eine Aufgabenteilung, meine Damen und Herren. So ist das. Warte mal, wie macht man nochmal Glaspanels? Weiß das jemand? 6 Stück nebeneinander anordnen, oder? Also perfekt. Diese 1-Stack-Glas-Dinger, okay. Zack. Vielen Dank für die Blumen. Es kostet was? Naja. Ich dachte, wir sind. Ein neuer Service. Oh, crap. Es fehlt ein Iron. Okay, Manu. Wo ist dein Iron? Hast du das noch irgendwo reingetan? Ah, mit Güsal Green, ja halt in den Kisten, aber mit Güsal Green kann man die auch healen. Oh, das ist praktisch, davon haben wir auch mega viel. Ja gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt nicht noch einen sehr, sehr glücklichen Zufall haben. Bitte. Hallo Challenger. Oh. Okay, crap. Smurf, hast du irgendwie beim unterirdischen Bauen ein bisschen Iron gefunden? Wir brauchen nur überhaupt ein Iron. Überhaupt nicht. Verdammt. Ist denn da gar nichts mehr in den Kisten? Nein, wir haben gar nichts mehr. Also ich habe ein Dingens und das reicht nicht. Egal welches Rezept ich hier anwenden will, ich brauche immer 2 Iron. Warum nicht hier Glas? Weil ich das, warum hast du eine Maske auf? Hier ist 16 Iron. Wo? Hättest du das nicht gesehen hättest und in der Kiste? Ich bin manchmal ein bisschen dumm! Hä? Das ist einfach ganz obvious in einer Kiste drin. Da, genau da drin, unten rechts. Schneide ich raus. Hat keiner gesehen. Das kann keiner gesehen haben, Leute. Das war. Aber mehr haben wir auch nicht. Das war's. Okay, ne, das reicht aber. Weil jetzt kann ich hier. Zack. Das alles so packen. Ich glaube, ich brauche aber 2 von denen. Irgendwie dann kann das besser floaten. So, das lasse ich einfach mal da drin. Oder auch nicht. Pack das mal schnell hier wieder. Das muss ja alles seine Ordnung haben, wisst ihr? Ist ganz klar. Hier, zack, alles schon reingelegt. So. Jetzt muss das Ganze. Ach stimmt, ich brauche noch Holz. Das habe ich völlig vergessen. Weil ich glaube, das Holz ist die Foundation. Und dann muss man da ein bisschen was draufsetzen. Legen, wie auch immer. So, da haben wir doch hier nochmal ein bisschen Sprouse. Vielleicht auch direkt hier. 64, perfekt. Ich habe übrigens eine tolle Überraschung. Oh, was denn? Guck mal beim Chocobo-Typ hier. Guck mal.
Na, wer ist das denn? Der Manuel! Oh, ey, der eine glänzt hier durch den Shader richtig krass. Der ist richtig grün. Geiler. Was haben wir da noch für kleine Babys? Oh, ich kann... Nein, jetzt habe ich den eingefüttert, aber ich kann das Weibchen noch nicht. Ach, Mensch. Scheiße. Du könntest probieren, den einen, hier ist so ein Weißer, vielleicht den aus der Ecke zu drücken. Weil manchmal, wenn die in der Ecke hängen, dann wachsen die. Nee. Aber wir haben ja kein Weibchen mehr, oder? Kein Weißes. Darum geht's ja. Ja, aber wenn der ausgewachsen ist, könnte der ein Weibchen werden zu einer bestimmten Prozentzahl. So, ja, aber wie wollen wir den jetzt groß kriegen? Ich habe keinen Helm Kuchen. Noch nicht. Den brauche ich noch. Kannst du einen Kuchen craften? Warte doch, ich habe einen Helm. Den habe ich aber weggegeben. Einen Kuchen, das Rezept habe ich nicht. Müsste im Chocopedia stehen. Da ist der Helm. Den habe ich nämlich kurzzeitig weggegeben. So. Und ich glaube, man braucht nämlich so eine kleine offene Fläche. Oder warte mal, nee, das macht smarter, wenn ich das hier vorne irgendwo mache. Oder vielleicht fliegt das auch dann auch irgendwann automatisch. Ich weiß nicht. Ah, Gesalkeg. So, ich baue jetzt hier einfach mal. So. Das Ding. Und dann brauche ich nämlich hier. Warte mal, den kann ich aufsetzen, richtig? Nee, hä? Ship's Helm? Hast du hier irgendwo eine Kuh? Draußen könnten. Doch, natürlich hier! In dem einen Häuschen, wo der Challenger ist. Ah, ja, stimmt, ja, ich erinnere mich. Ah, gut. Sag, rename Assemble Ship. Ship okay, Mount Ship. Warte mal, das muss ich aber hier draufsetzen. Perfekt. So, dann könnte ich vielleicht mal probieren, dass ich mir nochmal ein paar Fences. Die kann ich ja hier einfach kurz mal. Die klaue ich mir mal kurz. Wie Fans klauen, das geht gar nicht, nein. Nein, das ist schon alles, das ist alles gut. Jetzt ist alles wieder richtig. Zack, ist okay. Zack. Ich muss ja die Pads. Und die müssen jetzt hier irgendwie drangehauen werden. Ey, wieso treffe ich denn nicht? Kann ich die nicht? Das ist doch Air Balloon. Oh Gott! Was ist los? Was ist passiert? Ich habe gerade Schaden bekommen. Kannst du da drin vielleicht? Versteckst du weg. Zack. So, Air Balloons. Dann nehme ich einfach hier die Orange Air Balloons. Alter, sieht das aus. Die Frage ist jetzt nur, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach, bestimmt. Ich glaube nicht dran, ich bin Pessimist. ich bin Pessimist. Junge, wenn das Ding fliegt, ey, ich sag's euch. Wir werden das Kommando sowas von zerstören. Ach da, jetzt sehe ich das auch mal. Krass. Zack. Läuft. Oh. Warte mal. Wie kann ich denn anordnen, wie das Ding... Ne, der soll ja andersrum sein. So, am besten so. Zack, genau. Hier nach vorne das Ganze. Tada! Alter. Ich will hinten sitzen. No, ach, cool. Oh, ich glaube... Sieht echt krass aus. Status okay. Air Balloons. 17, 1% Teil Mass. Aber ich frage mich, wie ich damit jetzt, kann ich mich hier? Irgendwie muss ich das anwenden können. Mount Ship. Oh. Oh, es bewegt sich. Leute. Also wow. Es bewegt sich schon. Wow, bei mir brennt alles. Was? Lol. Bei mir auch. Das Was? Ist ein riesiges Feuer. Ja. Bei mir auch. So eine riesige Flamme. Hey, bei mir verschiebt sich das Haus. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich getan? Das Haus ist schräg. Oh Gott. Und alles brennt. Oh nein. Oh, ich komme auch nicht mehr in die Stadt rein. Jetzt weg. Jetzt ist Alter, weg. Es ist ja alles schief. Es ist alles schief. Alter, davon wird einmal schlecht. What the fuck? Der ganze Stadt ist schief. Die ganze Stadt. Ich hätte es vielleicht weiter nach oben bauen sollen.